Coaching Center Berlin für Erwachsenenbildung und bin ursprünglich Eventmanagerin. Was ich mit dieser Ausbildung eigentlich auch mache, das ist meine Vision. Ich möchte gerne mit Kindern arbeiten und ihnen helfen. Also tatsächlich ist es so, dass ich ja durch die Arbeit im Coaching Center Berlin viel mit Erwachsenen in Berührung komme. Und wenn man die Problematiken darunter bricht, das oft in der Kindheit und Jugend begonnen hat. Und ich mir eigentlich schon von Anfang an gedacht hätte, es wäre ja schön, wenn man tatsächlich etwas hätte, wo man da schon einhaken könnte, in der Kindheit und in der Jugend. Und habe mir das eigentlich lange, lange gewünscht und durch Zufall dann gefunden. Und ich war so begeistert, dass ich da gar nicht großartig mehr geschaut habe, sondern das war es dann eigentlich. Und deswegen bin ich dazu gekommen. Also die Methoden finde ich sensationell. Bin da immer sehr skeptisch erstmal rangegangen mit meinem sogenannten Quatschi. Und nach dem Ausprobieren, was mir auch immer sehr wichtig ist, es an mir selber auszuprobieren, habe ich festgestellt, wie toll und einfach die sind. Und meine Lieblingsmethode ist tatsächlich das Winken. Darum gehe ich anscheinend auch besonders gut auf. Also das finde ich toll. Also es ist eine unglaubliche positive Energie bei jedem Einzelnen. Man spürt das richtig. Ich habe nicht einen Augenblick erlebt, wo irgendjemand negativ mit einer Situation umgegangen ist, weil es wirklich schön ist. Und Daniel reißt einen da so noch mit. Also man ist einfach von A bis Z, von Anfang bis Ende einfach nur noch begeistert und freut sich. Und das merkt man bei jedem Einzelnen, dass da die Freude drin ist, dass schon fast Glück, dass man empfindet. Daniel ist sensationell, das habe ich noch nie erlebt. Also ich habe jetzt so viele Trainer kennengelernt und arbeite auch mit denen. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der konstant auf einem Level ist. Also man kennt das, dass sie eigentlich mal so mal kurz runterkommen und mal vielleicht einen schlechten, wenn es bei ihm so sein sollte, empfinde ich das nicht so. Es ist sensationell. Ich liebe das. Ich könnte die nächsten 5 Monate nur noch zuhören. Das ist toll. Ich persönlich finde, es ist notwendig, es ist wichtig. Wenn ich mir, wie gesagt, schon die Erwachsenen von heute angucke, wie schwierig Dinge sind, die Kinder aus der heutigen Zeit werden mit so viel mehr Stress und Druck konfrontiert in den jüngsten Jahren, dass ich denke, es wäre gut, wenn man früh anfängt, sie zu unterstützen. Und ich sehe das selber an meinen Kindern, dass sie schnell zu beeinflussen sind. Und ich fände es gut, wenn man den Eltern tatsächlich auch ein Werkzeug mitgeben kann, um den Kindern die Chance zu lassen, Kind zu sein und zu werden.